Die Hellseher der Woche. Jawohl, sie lassen nicht locker. Donnerstagnacht haben sie in Stuttgart wieder demonstriert. Gegen den super neuen Superbahnhof. Polizisten waren auch da und Presse mittendrin. 6 Journalisten sogar eingeladen von der Polizei. Embedded, eingebettet, wie im Krieg. Super. Das ist ein Witz. Auch darunter die Hellseher von der Stuttgarter Zeitung. Die waren sogar so nah dran, dass sie schon vorab berichteten, was passieren wird. Super Service. Wissen die Demonstranten schon vor Mitternacht, was bald abgeht? Also wir wissen dann Bescheid. Nach Mitternacht beginnt die Polizei damit, den Schutz der Bauarbeiten vorzubereiten. Entlang des Südflügels stellen die Einsatzkräfte Absperrgitter auf und bilden eine Polizeikette, um Demonstranten vom Südflügel fernzuhalten. Donnerstagabend liegt bereits die Freitagsausgabe am Kiosk. Mit dem Bericht, was in der vergangenen Nacht passiert war. Dabei hatte die Polizeiaktion vor Redaktionsschluss noch nicht einmal angefangen. Leser beschwerten sich, die Zeitung bat um Entschuldigung. Die Meldung sei einfach zu früh ins Blatt gelangt. Sehr lustig, sehr lustig. Also hier weiß die Stuttgarter Zeitung schon ganz genau Bescheid. Soll ich ein bisschen weiterlesen? Ja.